Hallo und herzlich willkommen hier im Landkreis Rostock im Multiplayer-Spielstand. Ja, wir sind angekommen im Dezember. Ich habe gerade mal auf den Wetterbericht geguckt, weil oben habe ich gesehen, es ist ja schon eine Wolke da, dass es schneien soll. Und wenn wir da gucken, ja, 13 Uhr soll uns hier Schnee erwarten. Ne? Ja. Momentan zwar noch hier strahlender Sonnenschein. Tja, wir müssen ja noch jede Menge aufräumen, weil hier ist nämlich ein bisschen Blockade. Die Sämaschinen sind alle fertig geworden, das ist alles fertig gemacht, die Arbeit. Es ist einmal noch ein Steinesammler unterwegs. Der hier ist schon komplett durch mit Durchreparieren. Die hat alle hierher geschickt. Ja, wir haben noch andere Probleme, sag ich mal. Einmal. Achso, die wurden oft gehalten. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Ja, einmal, wollte ich sagen, sind hier welche unterwegs, die Saatgut und Dünger zu den Gewächshäusern fahren, ne? Des Weiteren, Schafweide 3 ist immer noch voll, ne? Ich weiß nicht, war die jetzt schon in der letzten Folge voll? Ne, die war dann noch nicht voll, ne? Achso, die Kalkstreuer hat man doch draußen stehen, ne? Oder? Die standen doch, genau, die stehen da draußen, fahren wieder raus. Geht es heute gut los hier. Und, na, solchen Blödsinn müssen wir ja nicht machen. Und bei der Bäckerei fehlt Mehl, ne? Das können wir alles machen. LKW ist einmal unterwegs, der fährt aber Wasser für das Gewächshaus, da fehlt noch Weiß, weil auch bei den Schafweiden Wasser fehlt. Und, oh, was ist denn das heute hier? Mal klar erstmal hier Führerscheinkontrolle machen wahrscheinlich, ne? Dann habe ich noch eine Mission angenommen, die konnte ich noch ergattern. Und zwar 21 Flügen, die ist irgendwie hartnäckig hier drin. Ich glaube nicht, dass wir im Dezember noch Raps ernten können. Wir lassen sie mal stehen, wenn nicht, wenn wir wirklich Zeit haben. Die kann man annehmen, die Mission, die kann man abbrechen, die kommt wieder. Das habe ich schon mal ausprobiert, ne? Ja, aber bei dem Kontostand denke ich mal, wir werden uns noch einen LKW kaufen. Wie gesagt, der eine LKW ist unterwegs. Der ist Wasser holen, der andere LKW steht ja unten beim Forst. Und dort den Holzladewagen dran. Jetzt müsste ich den abhängen, müsste hochfahren zum Hoch oder runter, wie auch immer, zum großen Kuhhof. Müsste mir dort den Schaftrailer holen. Denn ich möchte schon noch eine Sache ausprobieren. Und zwar, wir haben in zwei Schafweiden haben wir Schafe drin, die sind 5 Monate alt. Wenn wir die jetzt zusammen eine andere Weide tun, ob wir dann wieder Schafe aus den jeweils 50 100 der gleichen Sorte machen, damit die Listen hier, diese Listen von den Tieren nicht so lang werden. Halt, die Listen sind hier unten. Na, wir haben ja Schafweide 1, haben wir ja 100 Schafe drin. Ne? Es passen ja nur. Ah ne, es passen ja bloß 200 rein. Ne? Die 3 ist ja voll mit 200. Also macht es ja gar keinen Sinn, da 100 da Schafe draus zu machen. Dann müsste man ja nochmal generell umdenken. Weil ich wollte jetzt hier die Schafe nehmen mit 5 Monaten und hier unten mit 5 Monaten und die mit hier hinbringen. Aber dann ist ja Schafweide 1 voll. Die meisten Tiere kriegt man, glaube ich, am Schafhof unter, ne? So, wir müssen erstmal hier weiter aufräumen, dass wir hier noch einen Flug kriegen. Der dann die Mission anfangen kann auf Feld. Hast du nicht gesehen? Auf Feld 21 war's. Wieso steht denn da oben, muss entladen werden? Wer ist denn das? Ach, wo hat denn den gefunden? Den hatte ich. Die Mission ist abgeschlossen hier. Die Ballen müssen bloß noch eingesammelt werden. Jetzt weiß ich auch nicht, wo den Heuballen her hat. Das Dumme ist, ich kann den Heuballen jetzt nicht abladen, ne? Moment, muss man ins Lager fahren. Also, wo er den jetzt her hat, das erschließt sich mir erstmal so nicht. Meine, klar lag da sicher noch irgendwo rum.
Aber eigentlich sollte er ja die restlichen Silageballen einsammeln. Mission ist abgeschlossen, Geld ist kassiert, ne? Die Ballen liegen ja noch auf dem Feld rum. Die sind ja uns, ne? Weil wir könnten ja überall Ballen. Uiuiui. Wir könnten ja überall Ballen ablagern. Oh, mächtig hier. Meine Speicherleck kann es nicht sein. Der speichert nicht automatisch der Server. Tja, irgendwo muss er rumgelegen haben noch. So, wenn ich jetzt hier auf den Trigger fahre, bringt mir nichts, ne? Weil ich kann den nicht auslocken. Müssen wir mal kurz noch einen zweiten. Dass ich da zwei Heuballen brauche, das verstehe ich auch immer nicht. Rundballen, und zwar aber 1,80 Meter Heu. Einer reicht mir. Weil bei zwei Ballen, die kann ich dann abladen. So kommen wir da heute nicht vorwärts hier. So wird das nämlich nix hier. So, einmal Reset, einmal rüber. Und drin sind sie, schaffen wir den wieder zum Feld, da kann er weiter sammeln. Sei denn, er fädelt wieder irgendwo noch einen Heuballen hoch, ne? Ne, dann könnten wir uns echt überlegen, ob wir. Ich meine, es ist ja noch genügend Material, auch in der Bäckerei ist einiges an Brot drin, glaube ich. Sägewerk ist ja, der Tischler ist ja immer noch Möbel drin, ne? Ich hatte mal Mad Max angeschrieben im Stream, dass die Produktion relativ viel Power haben. Da meinte er, das hat er mit Absicht so eingestellt, weil er teilweise relativ viel von Feldern runterholt und damit er das Material entsprechend alles verarbeiten kann. Ne? Ja, meine klar, verstehe ich. Ne? Geht's jetzt? Ja. Ist natürlich richtig, meine, wir spielen hier mit 2 Tagen pro Monat. Wenn ich natürlich mit 5 oder 6 Tagen pro Monat spiele, dann halt, dann, wenn ich jetzt 100.000 Liter herstellen kann in einem Monat und spiele mit 5 Tagen, kann ich ja pro Tag plus 20.000 Liter herstellen. Ist alles auch nochmal eine Überlegungssache, ne? Aber wenn dann jemand herkommt und sagt, ich spiele bloß in einem Tag, der stellt natürlich 100.000 am einen Tag her dann, ne? Weil es ja ein Monat ist, ne? Aber gut, ist so wie es ist, ne? So, jetzt scheint er hier zu funktionieren. Mal gucken, wie unsere anderen Fahrzeuge hier sind. Eigentlich wollten wir doch jetzt unten hier irgendwo im Flug organisieren. Dass man hier so in 10, 15 noch ein bisschen arbeitet, ne? Wir schicken dort zur 21, schicken wir auch bloß einen Fahrer hin. Oh, das wird nix, Holger. Weil theoretisch müssten wir auch die Mission fast nicht mehr machen, ne? Aber ja. Ein paar Missionen können wir schon noch machen hier im Winter, ne? Jetzt habe ich gar nicht geguckt, selbst die Transportmission ist aber eben alles nichts für uns, ne? Das ist alles nichts für uns. Weil klar kann ich ja Raps hinbringen, 32, ja gut, wir flügen jetzt für 12.000, ja, könnte man sagen, kann ich auch den Raps wegbringen, ne? Aber gut. So, hier fällt 21 und dann finden wir den irgendwann wieder. So, den noch oft tanken, den anderen wegstellen.
Weil der Schafhof ist ja hier ganz in der Nachbarschaft, ne? Da haben wir ja auch schon mal drüber nachgedacht, ob wir eventuell uns hier drüben den Schafhof kaufen, ne? Wir haben dann vor allen Dingen hier, kriegt man mehr Tiere rein. Kostenpunkt 311.000. Das ist bei den 3 Millionen Kontostand sicherlich gut machbar. Ich meine, wenn wir wirklich jetzt hier so Richtung Feld 46 tendieren mit 2,7 Millionen, dann wäre unsere Kohle schon da alle. Ne? Wir haben zwar noch ein bisschen was in Produktion stecken, wir müssen auch die 46 nicht sofort kaufen. Ne? Meine, klar, die großen Kracherfelder hier, alles noch machbar. Aber mal gucken, ne? Wie wir das alles geregelt kriegen. Ne? Denn als erstes geht erstmal Geld drauf, dass wir uns wirklich hier noch einen LKW kaufen und die Schafe auch transportieren können. Und die tun wir da mal so umlagern, dass wir auf der Schafweide 2 dann auch 100 Tiere haben. Ne? Denn bevor wir einen LKW kaufen, gucken wir mal noch hier hin. Weil ich hätte gesagt, das sehe ich ja bloß hier im Tiermenü, wie viel reingeht. Ne? Aber da ja Schafweide 3 voll ist, können ja nur 200 reingehen. Genau. Da gucken wir, dass wir hier noch welche reinkriegen, dass wir jeweils 100 drin haben. Und dann nehmen wir noch den Schafhof dazu, weil dort passt, glaube ich, 600 Tiere rein, wenn ich mich nicht täusche. So ein LKW. Ne? Ja, gibt einen neuen Mod, den wir mit drauf haben. Und zwar ist es hier der Scania von Hot Team. Ne? So einen hier werden wir uns zulegen. Ne, den müssen wir bloß passend noch hier genau, den nehmen wir mit Farbwahl, Reifen. Was haben wir, Trelleborg? Ja, nee, lassen wir schon Straßenbereifen. Lenkachse Mitte. Ne, ich nehme Lenkachse hinten. Habe ich gute Erfahrungen dort gemacht, wo ich es getestet habe. Weil da geht relativ gut dann um die Kurve. Lampenbügel. Oh, können wir lassen, so wie er ist. Auspuff, original heißt, Auspuff ist unten. Und dann gibt es den oben, nehmen wir mal den oben, den Auspuff, ne? Oder gibt es noch einen anderen? Ach ne, mit V8 Logo. Ja, ist egal, kosten beide 1500, können wir auch die mit V8 Logo nehmen. So, Fensterzierleiste, Fensterzierleiste. Ja, da müssen wir nicht nochmal ein Logo drauf machen, wenn wir das auf dem LKW haben. Lassen wir Standard. Steinschlagschutz, ich glaube, das sah nicht schön aus. Also gefällt mir nicht. Das lassen wir Standard. Ja, einen Bullenfänger brauchen wir schon. Ja, ich würde fast sagen. Das hier, der ist nicht so wuchtig, ne, oder? Lassen wir den generell weg. Ne, den brauchen wir. So, Schutzbügel. Das ist nochmal unten eine Zierleiste. An der Seite auch mit, okay. Nehmen wir mit. Sonnenschutzblende, Original. Da können wir eine tiefer gezogene nehmen. Motorausführung investieren wir natürlich in V8, wenn wir hinten schon das V8-Logo dran haben. Ne? Das muss dann mal so. Ne? Zubehör Standard. Hatte das Super-Logo vorne dran, das brauchen wir nicht. Super-Logo Chromleisten. Was wir da gemacht haben, nochmal Chromleisten drüber über die Lichter. Ne, lassen wir auf Standard. So, Hauptfarbe. Ja, haben wir natürlich jetzt richtig viel zur Auswahl. Wir nehmen das Olivgrün Matt, ne? So wie wir auch unsere anderen LKWs haben. Den Kühlergrill machen wir mal hier in etwas helleres Grau, ne? Dann können wir, glaube ich, auch den Frontgrill noch umfärben. Den könnten wir in derselben Farbe machen. Ja, das denke ich mal, das geht schon. Das passt soweit. Front Inlay ist dann das hier in der Mitte drin. Das werden wir aber, ich glaube, weiß lassen.
Nee, das war schwarz. Schwarz lassen. Oder wir machen es in Oliv. Ne? Sieht vielleicht auch gar nicht schlecht aus. So, Felgenfarbe. Da nehmen wir natürlich. Oder Stahl. Nee, das war das Dunkle. Normales Rot. Ne? Ansonsten würde nur noch Weiß gehen. Ne, Chrom oder Stahl. Ne? Ja, oder Schwarz natürlich. Hier machen wir Rot. Ich weiß gar nicht, welche Felgenfarbe hatten unser Fiat-Transporter. Keine Ahnung. So, Frontscheiben, Rahmen. Das ist hier oben der Rahmen. Warum man den einzeln einfärben kann, das weiß ich auch nicht. Den könnte man jetzt andersfarbig machen. Wir haben, glaube ich, jetzt hier so ein Grau, ne? Müsste ein bisschen heller sein. Heller ist. Ja, das ist theoretisch zu. Ja, das ist ja weiß. Oder wir machen es generell hier ein etwas dunkleres Grau. Matt. Ja, bleibt so, etwas dunkler. So, die Aufkleberfarbe. Eigentlich müssten wir die hier in den Grau nehmen, wie wir vorne unseren Kühlergrill haben. Genau, machen wir auch so. Ein Kennzeichen brauchen wir natürlich noch, ne? Das wird erstmals Kennzeichen 7. Wo ist es? Da ist es. RO. So, jetzt müssen wir ja drüben gucken. So viele Fahrzeuge haben wir schon. Die Tiger, die waren die letzten. Also das wird dann die 27. Ne? So. dreihundert passt aber soweit. Bube geht auch. Das ist schon mal von Vorteil. Licht haben wir auch ordentlich. Meine, wir haben keinen Zugmaul hinten. Ja, ist so. Kann man nicht an. Oh, habe ich jetzt Kennzeichen vorne und hinten genommen? Ja, das hier vorne sieht man kaum. Sagt gut, wir haben nicht so. Erkennen wir uns nicht so oft beim Blitzen, ne? So, da schicken wir ihn mal hoch zum großen Kuhhof, dass wir dort den Viehtrailer holen können. Und zwar am besten Werkstatt. So, und generell, ich meine, ich weiß nicht, wie flink er oder wie stabil er fährt. Wir drehen erstmal hier gleich mal die Geschwindigkeit runter auf 80. Können wir erstmal gleich so als generelle Geschwindigkeit machen. Da sind wir, glaube ich, schnell genug unterwegs, ne? Tja, so sieht er aus, unser neuer LKW. Ne? Gut, dann brauchen wir natürlich noch den neuen Kuhhof, den neuen Schafhof dazu. Wie gesagt, den kaufen wir uns. Inwiefern wir denn dort Sachen unterstellen oder dergleichen, das müssen wir mal sehen. Ne? Das Einzige, was eben ist bei den Schafhof, ich glaube, das war auch schon auf einer anderen Karte im 19er so, ich muss die Schafe hier drin füttern. Ne? Das wird so ein bisschen eine Herausforderung. Vielleicht müssen wir da auch hier irgendwo, jetzt weiß ich nicht, war hier ein Ballenlager mit verbaut. Ne? Oder war das auch hier drin? Schafstall groß. Oh, war hier nicht ein Ballentrigger? Das weiß ich gar nicht mehr. Wie war denn das beim Einfahren? Ne, das sind nur Tore. Ne?
Ne, das hier drüben ist auch kein Ballenlager. Aber da könnten wir zur Not Abhilfe schaffen. Und da bauen wir uns hier noch was. Ich glaube, hier ist keins. Ne? Hier vorne ist bloß eine Kaufstation. Ne? Genau, Kaufsilos sind dort. Hier war nichts weiter. Ne? Gut. Aber wenn wir hier mal gucken, ich glaube, hier gingen 600 Tiere rein. Ne? Da werden wir welche umlagern, Tiere. Ach ne, 250 gehen ja auch noch rein. Ist ja auch nicht viel. Ja gut, ist dann so. Da werden wir, ich glaube, die 100 mitnehmen mit 5 Monaten. Und dann bringen wir die hierher. Können wir schon mal aufmachen. Ne, da müssen wir gucken, wie das wird. Ist hier gleich neben Lohnerhof, gleich nebenan. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht diese Halle hier abreißen. Weiß nicht, das hier ist ja auch kein Lager, ne? Ja gut, die vielleicht nicht, aber dass wir die Halle hier abreißen, würde das überhaupt gehen? Ich glaube schon. Genau, die könnte ich... Doch, die könnte ich abreißen, okay. Und da könnten wir dann sowas, hier gibt es ja als Ballenhalle, könnten wir die als Ballenhalle herbauen. Das wäre eigentlich eine gute Option. Weil wir brauchen ja ein bisschen Heu. Ne? Könnten wir generell das Heu hier lagern, was wir für die Schafe brauchen. Vielleicht auch sogar ein kleineres Fahrzeug zu anschaffen dafür. Mal gucken. Ne? So, wir müssen aber mal hier hingucken. Zum Gewächshäusern, da müsste ja mal langsam alles angekommen sein, oder? Wie sieht es hier aus? So, hier steht schon mal alles parat, ne? Gewächshaus 1 anliefern. Hat er schon was abgegeben? Ich denke mal schon, ne? Warum nimmt es mir hier kein Saatgut an? Aber jetzt bist du den Trigger nicht gesehen? Nee, doch. Nee, das kann doch nicht drin sein. Wir haben noch 7000 drin im LKW, im Trigger. So, er hat natürlich jetzt hier Dünger abgegeben, ist klar. Es war vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt. Ich habe zu jedem Gewächshaus einen hingeschickt. Ja, hat auch noch keiner weitergemacht. Mehr Holz, ne? Aber alles Stück für Stück. So, muss entladen werden, ist natürlich wieder unser Ballensammler, aber da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Den gucken wir dann, wenn es soweit ist. So, dann kann er zurückfahren zum Lohnerhof. Und Silo, nicht Silo, wir wollen Agrochemie-Anlieferung. Weil das hier noch die Reste ausgibt. So, jetzt bin ich festgebackt. Ach, Mano. So, hier vorne muss noch ein bisschen Wasser rein. Ach, das hat er ausgeladen, okay. Dann kann er hier raus, kriegt ihn nochmal aus, fängt es an zu schneien. Ist ja schon 12.30 Uhr, na toll. Schafhof. Und zwar, wir fangen oben an, eins Wasser. Ne? Ballen findet man noch ein bisschen dort. Aber Wasser muss überall hin. Jetzt fährt er mir noch rote Füße.
So, ich denke mal, im zweiten ist kein Saatgut drin, ne? So, da können wir hier aufs Menü gucken. Und zwar, ja, Brot ist immer noch ein Problem hier. Aber wir kriegen hier auch bis 7000 rein. Das ist auch nicht. Ja, die Produktion ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen unglücklich. Mehl haben wir genug. Müde. So. Das erste Gewächshaus ist alles drin und da werden wir Tomaten herstellen. Einmal machen wir das Ganze mit Dünger und mit Saatgut und mit Wasser. Und das zweite Mal machen die Tomaten mit Wasser, mit Saatgut und mit Mist. Ne? Stellen wir beide an, können wir beide produzieren. So, dann stellen wir an, in anderen Gewächshaus stellen wir dann Salat an auf beiden Schienen und hier unten stellen wir die Erdbeeren an, die wir dann für die Bäckerei brauchen. Und die anderen zwei Produkte nehmen wir so mit. Ne? So, die können hier mal produzieren. Ne? So, er kann jetzt hier ebenfalls zurück zum Lohnerhof. Schicke ich ihn jetzt auch zur Agro ausliefern, dann blockieren die sich alle bitte. Ne? Müssen sich Gedanken machen. So, der neue wird angekommen sein, da ist er. Ja, die Schafe umstapeln, hätte ich beinahe gesagt. Ne, umstallen. Ne? So heißt es ja dann. Das werden wir natürlich heute nicht mehr schaffen. Jetzt weiß ich, kann ich überhaupt die Sattelplatte verschieben? Achso, ne, ich kann nur hinten die Achse liften. Ne, wir fahren hier mit vollem Straßenkontakt. Oh, er hat silberne Reifen. Naja, gut. Das passt jetzt aber ja farblich nicht zusammen, ne? Oh, hier haben wir auch vergessen. Hier haben wir auch vergessen, noch die Straße zu übermalen. Ne? Nach dem Umzug hier. Ach, konnte ich nicht ändern, okay. Dann lasse ich es jetzt so. LKW lasse ich die rot. So, Schafstall 1, Tiere, ne? Also nicht der Stall, sondern die Weide. Ne? Farmer zu Futter. Ne? Bei Wasser steht schon einer. So, dann machen wir hier mal schnell malen nach Zahlen. Ich glaube, wir haben den Asphalt hier oben, oder? Ist das der Asphalt? Genau, weil das hier ist eigentlich nicht so... beabsichtigt, dass das hier so durchguckt. So, das reicht schon. Reine Schönheitskorrekturen, ne? So, jetzt haben wir natürlich, ja, der Wasserfahrer wird natürlich noch nicht, ach hier, der muss auch noch los. Der Wasserfahrer wird natürlich noch nicht angekommen sein, weil der muss dann noch einen Palettenhänger holen, dass wir die, na, sag schon, das Mehl noch in die, den Bäcker kriegen. Wie gesagt, da die Produktionen so schnell sind, bin ich auch vollkommen entspannt, wenn wir das hinkriegen und wenn nicht, ne? Es ist das falsche Fenster. Wir müssen hier im CP müssen wir was machen. So, wir machen mal drei Vorgewände. Wir machen Feld rein zuerst, weil ich bleibe. Deine Mission.
Und dann kann er hier am ersten Wegpunkt los. Ja, Folge ist leider schon wieder rum für heute. Warum fährt er nicht? Hallo. Traut es sich nicht mehr im Winter. Habt den doch eingestellt, oder? Ach, okay. Naja. Ja, Folge ist leider rum für heute. Am Samstag gibt es leider keinen Stream hier von der Rostock. Weil Samstagabend ist Testen Matchmap. Mal gucken, ne? Plan entwickeln, ne? Dazu müssen wir erstmal wissen, was es für Ziele sind. Das müssen wir uns angucken. Und dann werden wir eine Planschmiede machen, ne? Und ja, nächste Folge wird es dann natürlich hier von der Rostock am Montag geben. Ne? Sei denn, es ist was anderes, dass wir doch noch streamen irgendwie, aber ich wüsste jetzt noch nicht wie und was. Ne? Vielleicht ändert sich auch noch was, weiß man alles nicht, aber planmäßig erstmal nicht. Und ja, ansonsten, ja, kriegt das schon mit. Ne? Also in diesem Sinne, bis dahin und tschüss.